Okay, habe ich das missverstanden? So. Schwierig reinzukommen, wenn man nicht so gute Noten hat, wobei man sagen muss, 2,1 ist jetzt auch keine schlechte Note. Sind da die NCs so doch zu wenig Studienplätze? Ja, wenn so viele auf die Hochschulen zuströmen, wir haben den Hochschulen die Möglichkeit gegeben, anders auszuwählen. Die nehmen das im Moment nicht wahr, weil sie halt von dieser Flut von Studierenden auch, denke ich, ein Stück weit überrollt werden. Ich hoffe sehr darauf, dass es demnächst auch nach anderen Kriterien geht. Wir haben noch eine Frage aus dem Netz, Janine. Hier gibt es erstmal ein bisschen Anerkennung, denn Rot-Grün hat die Studiengebühren abgeschafft. Das kann man ihnen nicht hoch genug anrechnen. Allerdings kommt auch sofort noch der Wahlbeobachter zu Wort. Und wer, wenn nicht er, kann das wissen. Angesichts der hohen Schulden in Nordrhein-Westfalen sollte man ernsthaft überlegen, die Studiengebühren wieder einzuführen. Denn sonst fehlt es den Unis irgendwann an den Mitteln, die es braucht für Forschung, Bildung und so weiter. Also quasi leidet das Wohl der Studenten. Das ist zumindest die Aussage dieses Users. Die Position der Sozialdemokratie ist da eindeutig. Bildung darf nicht mit Gebühren belegt werden. Und deshalb Studiengebühren weg. Und deshalb wollen wir auch schrittweise die Kita-Gebühren abschaffen. Denn es darf keine Hürden geben. Jeder Mensch muss die gleiche Chance haben, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und die, die studiert haben, die müssen hinterher über das Steuersystem ihren gerechten Anteil daran zahlen, dass für die anderen auch die Möglichkeiten geschaffen werden. Insofern reden wir, vorhin haben wir es vergessen, der dritte Punkt war ja Einnahmen. Deshalb wollen wir auch einen höheren Spitzensteuersatz. Die, die gut ausgebildet sind, die gut verdienen, die können nach unserer Auffassung auch 49% Spitzensteuersatz zahlen, ab 100.000 Euro brutto im Jahr für eine Einzelperson, ab 200.000 für Paare. Das ist gerechtfertigt, um gerade in Bildung und in Kinder und in Vorbeugung zu investieren. Ist ja auch die Linie der Bundes-SPD. Frau Kraft, neues Thema, auch eine große Herausforderung neben dem Thema Bildung, neben dem Thema Schulden, ist natürlich die Energiewende hier in Nordrhein-Westfalen extrem wichtig. Zentrale Herausforderungen stehen da an. Johannes Norput, ehrenamtliches Mitglied von Greenpeace, und die SPD setzt da nicht zu 100%, aber doch, sagen wir mal, vermehrt und verstärkt auf die Braunkohle. Ist das richtig hier in Nordrhein-Westfalen? Sie haben sich jedenfalls nicht komplett von der Kohlekraft abgewendet, und das finden wir durchaus sehr bedauerlich. Also es gibt auch durchaus sehr ungenaue Aussagen teilweise über Prestigeprojekte wie Datteln 4, zu denen ich gerne nachhaken würde. Aber erstmal allgemein zum Thema Braunkohle. Gibt es da irgendein Zahlen, Rechenbeispiel, wie viele neue zum Beispiel Kraftwerke werden kommen? Welche werden weitergebaut? Werden alte abgestellt? Wie sieht das aus? Ich muss etwas komplexer antworten, bitte um Verständnis. Also zum einen glaube ich, dass wir nicht, wir können noch über Datteln nachher noch reden. Also wir können nicht gleichzeitig aus Atom aussteigen und aus der Kohle aussteigen. Das wird in Deutschland nicht gelingen. Ich bin da zutiefst von überzeugt, und übrigens auch das Wuppertal-Institut. Und das ist ja eigentlich eher in der ökologischen Ausrichtung zu sehen. Die haben da ja gerade eine Studie zu vorgelegt. Das heißt, wenn wir das sehen, dann müssen wir ein Interesse daran haben, dass die alten Schätzchen, die wir noch haben, die ja sehr viel CO2 in die Luft blasen, dass wir die ersetzen durch neue Kraftwerke. Das Problem ist nur, dadurch, dass die Energiewende so ohne Plan abläuft, ich sage immer, da fehlt der Masterplan, da ist unklar, wer was wann tun muss und wie wir eigentlich die Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen wollen. Da das so ohne Plan ist, sind die Unternehmen im Moment völlig verunsichert und investieren nicht. Da gibt es einen Investitionsattentismus, das Wort habe ich dabei gelernt in den Gesprächen mit den Unternehmen. Und das ist eine große Gefahr, denn wir werden noch neue fossile Kraftwerke, Gas- und auch Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen brauchen, um die alten zu ersetzen, um eine Stabilität im Netz gewährleisten zu können. Denn die Energiewende muss zwei Dinge erfüllen. Einmal muss sie stabilitätsorientiert sein, das heißt, es muss kontinuierlich Strom aus der Steckdose kommen. Das ist nicht nur für die Bürger wichtig, sondern auch für die vielen Unternehmen in diesem Land. Und das Zweite ist, sie muss bezahlbar sein für die Bürgerinnen und Bürger und für die energieintensiven Unternehmen, von denen wir eine Menge hier haben. Die müssen wettbewerbsfähig hier produzieren können. Das sind die Grundbedingungen, die wir erfüllen müssen. Und das heißt auch, die Stimme da erheben Richtung Berlin und auch Richtung Brüssel. Wir haben da allerdings eine Anmerkung von Oktan, der sagt, NRW ist das Schlusslicht bei erneuerbaren Energien. Bayern ist da übrigens der Spitzenreiter. Und wir sind aber ganz weit vorne beim CO2-Ausstoß. Und das ist die Bilanz von Rot-Grün. Ja, wir sind weit vorne beim CO2-Ausstoß, weil wir eben diese Kraftwerke haben. Aber ohne die würde das Netz im Moment zusammenbrechen. Man kann nicht einfach die Atommeile abschalten und sich auf Wind und Sonne verlassen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen diese Kraftwerke, die leisten die Grundlast im Netz. Die sorgen dafür, dass auch nachts noch der Strom fließt. Und wir sind Schlusslicht, weil wir bis 2005 an der Spitze waren. Wir waren unter den ersten dreien bei erneuerbaren Energien, auch bei Wind.
Und dann haben CDU und FDP damals den Wahlkampf geführt gegen die Verspargelung der Landschaft, gegen die Windenergie. Und haben hier die Bremsen angedreht. Die haben wir jetzt wieder gelockert. Es wird wieder investiert. Ein sogenanntes Repowering findet statt. Das heißt, die bestehenden Windkraftanlagen werden aufgerüstet. Und wir werden hier eine große Zukunft haben. Die Energiewende ist für NRW eine gigantische Chance. Auch für unsere Industrie. Denn die chemische Industrie, die wird gebraucht, um die Dämmstoffe bei der Gebäudesanierung zu produzieren. Die Getriebe kommen aus NRW für die Windkraftanlagen. Also der Stahl wird gebraucht, Alu wird gebraucht für die leichten Autos. Wir haben hier richtige Marktchancen. Ich weiß, Sie mögen es nicht so gerne unterbrochen zu werden, aber ich möchte jetzt doch gerne mal kurz einhaken. Es ist durchaus richtig, dass Sie mit dem Windkrafterlass dazu beigetragen haben, dass für Windkraft jetzt wieder durchaus Investitionshemmnisse abgebaut worden sind. Man hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr tun können. Ein gewisses Prestigeprojekt der rot-grünen Regierung war ja unter anderem auch das Klimaschutzgesetz NRW. Da bin ich auch ein wenig irritiert von Ihrem Wahlprogramm. Wie sieht es zum Beispiel mit diesem Klimaschutzgesetz in der nächsten Legislaturperiode aus? Weil in Ihrem Wahlprogramm wird bis jetzt nur davon gesprochen, Sie wollen einen integrierten Klima- und Energieplan. Und von dem Klimaschutzgesetz ist als solchem nicht mehr die Rede, sondern nur davon, dass Sie gute Vorarbeit geleistet hätten. Das Gesetz kommt, keine Frage. Wir wollen es gut machen, wir brauchen einen guten Plan. Anders als das bei der Energiewende von der Planung her abläuft, müssen wir besser sein. Wir brauchen das, weil es mir nicht reicht, irgendwelche Ziele in 40 Jahren zu setzen und niemals zu sagen, auf welchen Schritten wir denn da hinkommen. Das ist unehrliche Politik, die ist mit mir nicht zu machen. Frau Kraft, jetzt müssen wir aber eine Frage noch klären, weil wir es gerade schon angesprochen haben. Außerdem, jetzt muss ich mal ein bisschen egoistisch sein, ich komme und bin in Datteln geboren. Ja. Da gibt es jetzt, und da sind Sie morgen, machen da Wahlkampf und da wird Ihnen, glaube ich, viel Gegenwind entgegenkommen, denn da gibt es das Steinkohlekraftwerk, das nach Landesrecht so eigentlich gar nicht hätte gebaut werden können. Warum schieben Sie dem eigentlich keinen Riegel vor? Ist E.ON so stark? Nein, das Kraftwerk ist gebaut worden mit Planungsfehlern, das muss man einfach sagen. Ist ein bisschen komplizierter, muss ich abkürzen. Es gab Planungsfehler. Dann gab es Klagen, die sind erfolgreich gewesen. Das Gericht hat gesagt, so geht's nicht, muss nochmal neu geplant werden. Dieser Planungsprozess läuft. Ich sage nur, am Ende des Tages wird es wieder Klagen geben. Und wie dann die Gerichte entscheiden, kann ich nicht vorhersehen. Also keine Entscheidung der Politik, nein, sondern das wir Gericht entscheidet. Wir haben das nicht blockiert, überhaupt nicht. Wir wollten nur kein einzelnes Gesetz machen für ein E.ON-Kraftwerk. Das halte ich auch nicht für sachgerecht. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wer Ihnen und den Grünen am meisten Sorgen macht, sind ja, glaube ich, ist nicht Robert Röttgen, sondern sind die Piraten. Deren Topthema ist die Transparenz. Und hier kommt dazu die Frage von Stefan. Hallo Frau Kraft. Warum kann ich auf Ihrer Webseite nicht sehen, wann Sie sich mit Lobbyisten getroffen haben? Wie halten Sie es mit der Transparenz? Fragt Stefan. Sagen Sie es Ihnen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann ich mich zuletzt mit einem Lobbyisten getroffen habe. Kann ich mich nicht erinnern. Nee, wirklich nicht. Also ich habe regelmäßig Treffen natürlich mit Wirtschaftsvertretern, das ist völlig klar. Aber die sind natürlich Anwälte ihrer eigenen Interessen. Das ist genauso legitim, als wenn Greenpeace mit mir redet oder der BUND. Und ich mache das in aller Breite. Also die Annahme, dass wir alle in Hinterzimmern dauernd irgendwelche Geheimbünde schmieden, die ist mit Verlaub gesagt abstrus. Und auch bei den Parteien ist so viel passiert. Wir haben unser letztes Wahlprogramm im Netz mit unseren Mitgliedern erarbeitet. Wir haben eine sehr offene Form gefunden bei dem schwierigen Wahlergebnis beim letzten Mal. Da sind alle Mitglieder, hatten die Möglichkeit, dazuzukommen, sich zu äußern. Also Transparenz, da ist schon eine Menge passiert. Und da sollte man vielleicht irgendwann auch mal zur Kenntnis nehmen. Selbst Wahlplakate durften mitentschieden werden. Genau. Ja. Sagt Hannelore Kraft, wir haben noch ganz viele Fragen aus dem Netz. Ich würde Sie einmal zu Janine Michaelsen bitten. Kommen Sie doch zum Transparenz-Talk, das kriegt jetzt auch jeder mit, ganz öffentlich. Hannelore Kraft und ich treffen uns an diesem Tisch und beantworten in 2 Minuten so viele Fragen, wie wir denn haben. Keine Angst, ich mache das gleich ganz groß. Sie können aber auch gerne... Ich habe auch keine Brille auf, das wäre so ein Spiel. Ich lese das vor, ich gebe mir die größte Mühe. 2 Minuten Zeit haben wir und die starten jetzt. Warum hilft die SPD den Kommunen nicht besser beim DSL-Ausbau? Auch da tun wir, was wir können, aber wir haben halt nicht die Finanzmittel, um das wirklich sehr schnell machen zu können. Boah, da geht's vor lauter Panik wieder zu. Mit welchen grundlegenden Reformen wollen Sie unser Land progressiv nach vorn bringen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland und den damit verbundenen Wohlstand dauerhaft auch für unsere Kinder zu sichern und zu mehren? Das ist der vorbeugende Politikansatz, der eben nicht nur Sozialpolitik ist, sondern der auch wirtschaftspolitisch wirkt und der auch finanzpolitisch wirkt. Und das ist eine wichtige Grundlage, um in Zukunft mehr und besser noch tätig werden zu können.
Ich hoffe sehr, dass die NRWlerinnen schlau genug sind zu wissen, dass man mit einer Currywurst an der Regierungsspitze nichts anfangen kann. Ich würde es sehr begrüßen. Wir wollten Ihnen die Möglichkeit geben, dazu Stellung zu nehmen. Das Plakat ist im Netz entstanden. Wir haben gesagt, schickt uns Vorschläge. Es waren 305. Dann hat eine Jury getagt, 5 ins Netz gestellt zur Abstimmung. Die Currywurst hat gewonnen. Ich finde es ganz witzig und gut war, dass viele sich Gedanken gemacht haben, wofür steht eigentlich die SPD und wofür steht eigentlich Nordrhein-Westfalen. Für die Currywurst. Was macht einen guten Politiker aus? Dass er immer nah bei den Menschen ist, dass er Menschen mag, ist die wichtigste Voraussetzung. Und dass er überlegt und ruhig ist und im Zweifelsfall auch in der Lage ist, Konflikte zu gehen. Hannelore Kraft, ich habe Sie bei Pelzig hält sich gesehen und fand Sie medial sympathisch. Darum möchte ich Sie fragen, welches Thema liegt Ihnen so sehr am Herzen, dass Sie für dessen Umsetzung sogar die SPD verlassen würden? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das sind klare Worte. Wie kann es sein, dass in Schulen Klassenräume ohne fließendes Wasser existieren? Für die Schulen selbst und die Gebäude, da sind die Kommunen zuständig. Und über die Finanzsituation haben wir vorhin gesprochen. An alle Kandidaten, außer Herrn Paul, in dem Fall an Sie. Zu welcher selbstkritischen Einsicht führt der Erfolg der Piratenpartei bei Ihnen? Und welches konkrete Handeln ergibt sich daraus für Sie ganz persönlich und für Ihre Partei in der Zukunft? Ich glaube, dass wir noch mehr daran arbeiten müssen, dass deutlicher wird, wie transparent Politik heute schon funktioniert, dass man alle Informationen haben kann und jede Information wirklich für jeden zugänglich ist. Danke. Punkt. Danke. Wenn Sie noch bitte stehen. Weil wir gleich schon fast am Ende sind. Wie kam die Ministerpräsidentin bei euch, bei Ihnen an? Glaubwürdig jedenfalls in Ihren Aussagen, auch wenn Sie nicht unbedingt immer gefallen haben? Ich glaube, sie macht das sehr, sehr geschickt. Kompliment an Sie, muss ich sagen. Aber sie hat natürlich auch lauter Wahlziele eingehalten, die sehr viel Spaß machen, wenn man Geld ausgibt. Und ich habe keine Antworten bekommen, wirklich, wie sie es schaffen, diesen Schuldenberg, den sie die Generationen hinterlassen, da abbauen wollen. Haben Sie Kinder? Darf ich mal einmal dazwischen fahren? Nee, habe ich nicht. Aber wenn Sie die bekommen und Sie suchen den Kita-Platz, ja, dann werden Sie mir glauben, dass das Geld gut angelegt ist. Das ist vollkommen richtig. Ich wäre auch... Ja. Habe ich hier auch nicht gewusst. Ist vollkommen richtig. Also Kinder sind natürlich unsere Zukunft, aber bei denen hätte ich auch angefangen und nicht bei den Studenten, auch wenn das hier nicht gern gehört ist. Weil die Fehlanreize, man kann einen Studienplatz auch bereitstellen mit einem guten Stipendiensystem, dann haben sie Chancengleichheit für alle, die was können. Das haben wir in den USA gesehen, was passiert, ja, wenn die Finanzwirtschaft nach unten weist, dann ist das Geld für die Stipendien nicht mehr da. Das hat mein Sohn da hautnah miterlebt, als er da war. Ich habe einen Vorschlag. Sie können gleich draußen noch weiter diskutieren, weil ich glaube, darüber können Sie noch eine Stunde sprechen, aber wir wollen die anderen beiden auch noch kurz zu Wort kommen lassen. Sie machen das sehr geschickt. Ich muss nur sagen, zum Thema Kohlekraft und das Verhältnis zu Energie, der erneuerbaren Energien, sollten Sie vielleicht noch ein bisschen Bildung nachholen, weil es gibt durchaus auch Konfliktpotenziale zwischen dem Grundlaststrom der Kohlekraftwerke und dem erneuerbaren Strom, der kommen wird. Da brauchen wir Speicher. Auch die. Ja. Ich wünschte, ich könnte auch so entspannt vor so vielen Kameras reden. Ich bin da schon ganz schön beeindruckt. Habe allerdings noch eine offene Frage, die mich interessiert. Wenn Sie priorisieren müssten nochmal in der Bildung zwischen Kita, Schule und Hochschule, wie würden Sie priorisieren? Eine kurze Antwort. Boah, das ist schwierig. Ich glaube erstmal bei Schule, weil da kommt auch noch die Inklusion auf uns zu, das gemeinsame Unterrichten von Behinderten und Nichtbehinderten. Und das wird eine Herkulesaufgabe in den nächsten 5 Jahren. Janine, wie sehen unsere User die Ministerpräsidentin? Auch Sie haben Fans, Herzen, die Ihnen zufliegen. Auf Twitter heißt es Hannelore Kraft. Sie wirken ehrlich, sympathisch und größtenteils sparen Sie sich sogar in dieser Wahrnehmung die gängigen Politikerfloskeln. Das soll mal ein Kompliment, was man nicht so oft hört. Ja? Gibt es auch jemanden, der sich darüber freut, dass er in Niedersachsen lebt, wenn er Sie so reden hört? Aber so ist das halt. Viel Spaß hier mit der Erkenntnis. Frau Kraft, Sie wollen stabile Verhältnisse. Das Landesparlament hat 181 Plätze. Wenn Sie genau 91 Sitze bekommen am Wahlabend, sind das für Sie stabile Verhältnisse? Ja klar, wer mit einer Minderheitsregierung regiert hat, nimmt auch eine Stimme Mehrheit. Keine Frage. Klare Antwort von Ihnen. Wir sind ja Disziplin gewohnt. Aber schöner wäre es ja, ein bisschen mehr zu haben. Ich gehe davon aus, dass es mehr werden. Ich hoffe es jedenfalls sehr und entscheidend wird sein, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Aber wenn nicht, neben wem sitzen Sie lieber im Stadion? Neben Herrn Lindner oder neben Herrn Röttgen? Die sind beide keine echten Fußballfans. Nee, da bleibe ich lieber bei der Frau Löhrmann. Frau Kraft, herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren.